Hallo Freunde, willkommen zurück zu Reforged Eden. Ich bin mal wieder ein kleines Stückchen weitergeflogen. Wir sind mittlerweile nicht mehr auf dem Alpha 7, sondern wieder zurück auf Alpha 7. Ich wollte hier meine Autominer leeren und auch noch einen zweiten Pentaxid-Miner aufstellen. Wir haben ja für das Erledigen der Alpha-System-Erkundungsmission einen Kern bekommen. Der liegt hier noch bei mir im Constructor-Container rum. Ich habe diese Poyer entdeckt, das ist die Abandoned Drone Base. Die sind wir meines Wissens nicht gelaufen. Ich sollte mir anfangen, meine Liste zu machen. Und die würde ich jetzt einfach schnell erkunden und ich dachte, ich nehme euch mit. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden ein paar von diesen großen, nicht Matrizen, Brücken sind's. Brücken haben wir, dann sind's Matrizen. Mitnehmen, weil das ist der falsche Loot-Container. Egal, den kleinen kommt wirklich später. Da wird wieder Strom drin sein, wie gehabt. Nix. Jetzt ist da was. Ich habe auch schon wieder die Kratze. Aber gegen alles ist ein Kraut gewachsen, wie man so schön sagt im Volksmund. Und dann müssen wir einfach mal Entgiftungssalbe und wenn wir dabei sind, schieben wir uns auch noch ein Stückchen Essen rein. Da drin schreit schon wieder ordentlich. Oh, da ist ein Geschützturm. Also das ist jetzt nervig mit den ganzen Skorpionen da. Ich habe selten so viel und oft eine Vergiftung gehabt, ganz ehrlich. Aber wir haben ja schon bei der letzten Folge festgestellt, dass ich irgendwie heute Kopf woanders da bin. Standard-Loot. Schreihälse sind hier auf jeden Fall noch in der Poi zu finden, man hört sie deutlich. Prozessor-Fridge. Das gehört da nicht rein, aber kann man nachher aufsortieren. Ich habe festgestellt, dass innerhalb von Nanosekunden das Essen in den Kühlschranken hier vergammelt, wenn du Pech hast. Manchmal hebt es, manchmal ist es auch sofort vergammelt. Deswegen habe ich mir einfach angewöhnt, direkt beim Vorbeilaufen Kühlschränke immer leeren. Das ist jetzt aber Medizin. Ich höre hier einen Horror irgendwo auf dem Boden schon rumtackern. Mit seinen Hufen. Da ist ein Loot-Container und da ist auch schon. Ist auch schon die Kundschaft. Oh,
Noch einer. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viele Horrors in der Poi gesehen zu haben. Die ganzen Abandon-Dingern scheint bei Million alle aufpoliert zu haben. Oder ich leide unter Amnesie. Was natürlich auch eine plausible Erklärung wäre. Treppe hoch, immer rückwärts gucken. Vorwärts passiert selten was, von hinten hast du immer eine Riesenchance, dass dir was ins Kreuz schießt, spawnt oder Schlimmeres passiert. Hat einfach die Erfahrung gezeigt hier in Reforged, wo ich jetzt hier rumgelaufen bin und gemacht und getan habe. Zum Teil wart ihr ja auch dabei. Zumindest mal das erste Mal, wenn ich eine Poi gelaufen bin. Wusste ich's nicht? Der war eben garantiert nicht da, der ist mir wieder irgendwie ins Kreuz gespawnt. Was ist denn das? Ach, das ist wieder die Wundinfektion. Kann man eigentlich diese Dinger hier benutzen? Ist nur einer da. Was seht ihr, unsichtbarer ist vorne. Gar nicht mehr dazu, deinen ganzen Loot wegzusortieren. So, Medizintisch. Lebst du? Du lebst nicht mehr. Schöner Loot. Gold ist immer prima. Damit kann man zur Not Brücken herstellen. Freue ich mich immer drüber. Ja, auch noch. Das sind noch mehr. Das aber eben gesehen, da ist knallert hochgesprungen über die Kiste gelatscht. Ne? Ja, okay. Kann man nachher schreddern. Ups. Da muss auch gut aufpassen mit den Containern hier. Einen in die Luft gejagt. Bist mit dabei. Soll ich mir die Laterne anmachen?
YouTube ist das ja alles ganz gerne ein bisschen dunkler wie auf meinem Bildschirm, habe ich festgestellt. Okay, das ist eine Generator- und Selbstschussanlage. Gleiche in grün. Gucken wir uns nachher an. Scorps. Also die Anzahl der Loot-Container ist hier drin sehr sympathisch. Okay. Schon allein wegen der Menge der Loot-Container, du warst schon tot, perfekt. Rentiert sich die Poi zu laufen, die ist bis jetzt mäßig anstrengend. Ich sag's euch, manchmal fangen die an, Fahrstuhl zu fahren. Ich weiß nicht warum. Unglaublich. Ich wollte eigentlich, na, Steuerung F drücken. Irgendwie komme ich aufs V. Aber da oben sind noch zwei Mini-Skorpionchen. Baby-Skorpion. Die sehen von unten, sehen die ja niedlich aus. Ich weiß jetzt schon, dass ich den Tag hassen werde, wenn Elyon das mit den Aufzügen repariert und die Dinger immer Aufzug fahren können. Laufen, fliegen, whatsoever. Da ist ein Geschütz. Da ist was Rotes. Aber kein Geschütz, das ist nur ein Schatten. Ich wusste, dass hier irgendwo eins versteckt ist. Da oben bist du. Sackzement. Anzug geht zur Neige, den müssen wir auf jeden Fall nach der Poi reparieren. Hehehe. Schalter ziehen. Nein, danke. Okay, dich looten wir, wenn der Kern draußen ist. Wo
Irgendwo höre ich da ja noch Skorpione, aber ich weiß nicht wo. Ja, mach so rum. Geschütz. Fertig. Ach du lieber Müller, geht's nach unten. Nein, ich will nicht runterfallen, danke. Da ist ein Loot-Container. Ah, hier wäre auch ein Loch gewesen. Oh, was ist das? Magma Sit Ingot. Noch nie gehabt. Sachen, die ich nicht kenne, finde ich immer geil. Das Ding da, ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Disruptor-Batterie. Habe ich irgendwann mal hier in meinem Konstruktor-Container gehabt. Das kam entweder aus dem Zerleger oder aus dem Loot irgendwo. Keine Ahnung. Habt ihr eine Ahnung, was es ist? Schreibt es ja bitte in die Kommentare. Wäre interessant zu wissen, was man damit machen kann. Da oben ist dieses Geschützding. Okay, und dann auch, wenn ihr schon am Kommentare schreibt, bitte sagt mir, für was der ganze Blunder hier ist, den ich habe. Wo ist es? Hier, Demolition Charge. Keine Ahnung, woher der ist. Doch, ich weiß, woher der ist. Keine Ahnung, wofür er ist. Er kam aus einem Zirax-Konvoi. Und diese Dinger da, Sealed Crate, auch keine Ahnung. Wenn ihr also irgendeinen Tipp für mich habt, wo ich suchen muss, wo ich hingehen muss, einfach nur so ein kleiner Stumpert, das wäre okay. Ansonsten, ja, ich werde es irgendwann mal rausfinden. Bitte tut nicht komplett alles spoilern, das macht keinen Spaß. Ich erfreue mich dann doch an der Geschichte, auch wenn ich sie relativ schnell durchklicke und lese. Meistens, wenn ich dann rumfliege, lese ich die Story-Logs nochmal nach im PDA, wisst ihr ja. Kann man hier alles ja nochmal nachlesen. Naja, vielleicht mal was anklicken. Ne, kann man nicht nachlesen. Gut, aber immerhin haben wir unser Emporion-Pedia und unser Reisetagebuch, da kann man viel lesen. Manchmal gucke ich mir meine eigenen Videos auch an und lese dann da. Irgendwie unbekannt vor alles. Ich meine, bis da oben? Ja. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich hier in diesem Teil davon mal im Dienstkeller war, im Dienstboteneingang hier unten. Nein, 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 da ist so ein High-DPS-Mensch. Okay, das heißt, wir werden jetzt mit... Der hat mit Phosphor-Munition geschossen. Oder so irgendwas. Mir wurde plötzlich ganz heiß um die Ohren. Spannend.
Zwei auf einmal. Ich lade vorsichtshalber mal nach. Kurz schon wieder so einer. Also da kannst du sagen, was du willst, aber die Schrotflinte ist immer noch am besten gegen das ganze widerliche Zeug da. Okay, Tür geht zu. Praktisch. Ich mag zu mit Türen. So zu den Türen natürlich auch nicht zwingend. So. Da guckt was durch. Hier muss es einen Trick geben. Nimmt Schaden. Ist kaputtbar. Es gibt möglicherweise auch hier irgendwo einen Schalter, den man einfach schaltern kann. Da ist ein Pfeil. Ach, guck mal da, was war denn das jetzt? Oh oh! Fiese Falle! Okay, man muss sich einfach nur ins Eck stellen und schämen. Dinge haben Hitpoints, das ist unglaublich. Oh, Loot-Container. Oh, Bösewicht. Standard-Loot. In einem seltenen Container, meinetwegen. Als hätte ich's geahnt. Das klingt mir nach Action da draußen. Durchrepetieren vielleicht mal. Da ist zu. Gute Neuigkeiten. Da kann meinetwegen auch zubleiben. Ich nehme an, das Tor auf der anderen Seite ist offen. Und ein offenes Tor ist ausreichend für meinen Geschmack. Ich werde gleich mal den Kühlschrank hier bedienen. Thank you.
Ich habe nicht mitgezählt, aber das waren einige. Ich glaube 6. Hallo, Herr Overseer. Hier vorne stehe ich. Put, 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 put. Komm ich halt zu dir, wenn du nicht zu mir kommst. Der hat schon die Waffe oben gehabt. Ich will eigentlich den hier looten, nicht den Overseer. Dankeschön. Den kriegen wir nicht ins Target. Hey, da geht's nicht weiter. Haben wir ja bei einem Bunker gelernt, dass da manchmal schwarze Wände sind, durch die man durchlaufen kann. Ich hasse Riesenräume. Da ist ein Schalter. Mal auf Nummer sicher gehen. Ah, nicht hängen bleiben! Fuck. Haben sie mich doch erwischt. Aber der Kern müsste draußen sein. Auf dem letzten Mob haben sie mich umgehauen. Raketenwerfer, Pulsgewehr, nein, Lasergewehr, das ist es. Ammo. Ärgerlich. Lass mich durch, bitte. Bäh, Knarf. Also da muss ich sagen, auch wenn das, ich glaube, nur eine 1er Poi ist, ähnlich wie die ganzen anderen Abandoned-Teile, ist reichend schwierig. Also Langeweile kriegst du hier drin nicht. Wie geht's denn jetzt hier raus? Das ist witzig, es ist machbar. Auf jeden Fall. Wäre ich eben nicht so dämlich gesprungen und hängen geblieben, hätte es garantiert gelangt. Aber das ist halt einfach das Schicksal, das einem erleidet. Kann nicht immer alles glatt gehen.
wahrscheinlich Leute, die öfters hier drin sterben. Gibt wahrscheinlich auch Leute, die es jedes Mal komplett tadellos laufen. Man hätte natürlich, wenn man cheaten wollte, hier vorrennen können und über diese schwere Schutztür. Die können da nicht drüber laufen. Warum auch immer. Die stehen dann alle Reihen Glied und dann kannst du Tontauben schießen. Das ist mir aber, ja, es waren zwei Stück. Das ist mir zu blöd, das ist bescheißen. Das. Lieber dann in Ehre sterben. Da oben, guck, das sind die Belohnungscontainer. Bin schon ganz gespannt, was ich krieg. Man kann ja schon sagen, dass das erarbeitet war. Schließlich sind wir gestorben, ne? Irgendwas stimmt mit dem Gürtel nicht. So, dann schauen wir doch noch in die letzten zwei Kisten rein. Sauber, große optronischen Brücken. Das ist ein Stummgewehr. Es ist orange, ich vermute mal episch? Fragezeichen. Mal wieder eine epische mittlere Rüstung, das ist unsere vierte. Ich will mich nicht beschweren. Rüstung haben wir, glaube ich, jetzt vorerst ausreichend. Da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Wenn die ich anhabe, jetzt nur noch einmal reparierbar ist. Müsste es hier unten gewesen sein. Ich möchte noch auf der anderen Seite die schwere Schutztür anschauen, die ja nicht aufging. Lootbüchsen müsste ich eigentlich mit euch schon alle aufgemacht haben. Es sei denn, irgendwo sind versteckte. Die werde ich natürlich jetzt finden. Ich baue das Ding wieder auseinander. Auch wenn ich gestorben bin, die Poll war schön gemacht. Hehe, okay. Geht auch. Poi war schön gemacht. Ich hatte Spaß dabei. Ich kann sie euch empfehlen. Die ist wie die ganzen Abandoned Poys. Schön witzig. Aber auf jeden Fall machbar. Kein Vergleich mit dem Bunker. Hm. Ja komm, ich stelle mich das unten hin und hole mir einen Kern und fang an, das Ding auseinander zu bauen. Ja, wie gesagt, ich hatte eine Menge Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich beende die Folge. Ich nehme euch nicht mit bei dem Schredderkurs. Es ist einfach viel zu langweilig. Wenn ihr wissen wollt, wie es sich anfühlt, nehmt ein Multi-Werkzeug und legt die nächstbeste Poll in Schutt und Asche. Ansonsten, wie immer, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Denkt dran, mir ein Abo zu geben, falls ihr es noch nicht getan habt. Das hilft meinem Kanal ein kleines Stückchen weiter. Ich bin um jedes Abo dankbar. Ansonsten haltet die Ohren steif. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.